Freut mich, dass ihr wieder dabei seid zum Short Review Podcast mit Sascha. Ich war am 14.09. diesen Jahres auf der CMC in Hamburg. Die CMC ist die Comic- und Manga-Convention. Die wird jährlich zweimal veranstaltet und findet bisher immer in der Unimensa in Hamburg statt. Das ist in der Nähe vom Dammtor Bahnhof auf dem Unigelände. Übrigens, die nächste CMC findet am 11.01.2020 statt. Ist gleich schon mal zum Anfang hin. Aber was ist die CMC? Die CMC ist eigentlich eine moderne Comicbörse. Als ich jung war, in den 2000ern, bin ich gerne zur Unimensa, zur Comicbörse gegangen. Dort gab es zahlreiche Händler, die alte Comics, neue Comics, altes Spielzeug, neues Spielzeug, aber auch nicht nur eben halt aus, was in Deutschland war, sondern auch was in Amerika erschienen ist. Also gerade die US-Comics von Marvel, von DC, habe ich stark gesammelt und die waren damals schwerer hier zu bekommen und die mussten extra aus USA eben bestellt werden und einige Händler hatten halt ja große Sammlungen, die sie anboten oder auch ältere Hefte. Und so konnte ich zum Beispiel meine klassische Transformers-Sammlungsserie aus oder Sammlungsserie, die Serie von Transformers, die Comic-Serie, die bei Marvel mal erschienen ist, zusammensammeln oder auch von G.I. Joe. Ich habe damals die Zeichentrickserie im Fernsehen gesehen und deswegen ja, großer Fan. Aber das ist ein anderes Thema und das ist auch gar nicht so schlimm. Und ich habe mir jedenfalls diese Comics da gesammelt, aber natürlich hätte man auch Original Batman, Spider-Man, Fantastic Four, Avengers, all diese Comics hätte man oder konnte man da bekommen. Es war halt sonst schwer, dieses zu erwerben, da das Internet noch nicht so wie heute ausgefeilt war. eBay gab es noch nicht. Und da war natürlich so eine Comic-Convention oder beziehungsweise so eine Comic-Börse, wie wir es damals nannten, ideal, um seine Sammlungen zu erweitern. Gleiches galt eben halt auch für Spielzeug, was gerade aus Amerika ja ein bisschen attraktiver war. Und eben halt, ja, es gab nicht alles. Ich als, wie ich schon sagte, Transformers-Fan, habe Transformers-Figuren gesammelt. Hier in Deutschland gab es einige, aber in Amerika gab es noch andere. Und genau so war es dann. Da bekam man dann natürlich, oder nicht natürlich, da konnte man dann einige Figuren erwerben. Und das war ja sehr angenehm. So brauchte man ja nicht nach Amerika reisen. Das war damals wirklich dann der einzige Weg. So richtig Versandhandel, wie gesagt, übers Internet gab es noch nicht. Heute ist es natürlich ein bisschen anders. Heute haben wir das Internet, wir haben viele Vergleichsmöglichkeiten. Und da hat sich aber auch diese CMC und Comicbörse ein bisschen weiterentwickelt. Zum einen gibt es diese Händler, die klassischen Händler, die alte Comics, auch die deutschen Comics, wie zum Beispiel von Carlsen. Comic oder Carlsen Comic-Serien vertreiben, die in den 80ern, in den 70ern erschienen sind und eigentlich nicht mehr oder nicht mehr aufgelegt werden. Somit ist es immer sehr interessant, diese alten Serien dort zu finden. Es gibt auch noch US-Comics weiterhin und eben dazu ist oder dazu sind halt auch Mangas gekommen. Mangas ist ja ein großes Phänomen immer wieder. Ich lese selbst zahlreiche Serien und da kann man natürlich, ich sag so oft natürlich, aber das ist einfach so. Es ist ganz selbstverständlich geworden, dass man diese Dinge dort findet. Ich finde dort neue Mangas und auch ältere Mangas und so kann man seine Serien komplettieren, denn auch dort sind einige Serien nicht mehr erhältlich. Es gibt Sachen eben halt auch zum Normalpreis, wie neue Mangas sind klar, werden nicht herabgesetzt, aber eben halt, weil es Comic-Händler sind, kann man auch ein gutes Schnäppchen machen und klassische oder ältere Comics und Mangas zum günstigen Preis kriegen. Dann gibt es natürlich auch. Ich verwende wieder das Wort natürlich. Dann gibt es dort auch zahlreiche Händler, die auch die Spielzeugfeile bieten. Älteres, wie gesagt, Werbefiguren. Animes gibt es natürlich auch. Also, wo man Manga gibt, findet man auch Animes. Also, diese Anime-Boxen, die gerade erschienen sind. Sei es nur von One Piece, Bleach, Scrap Princess, Prison School. All sowas kann man dort auch finden. Während damals, wo ich mit der Comicbörse angefangen habe, sehr stark der amerikanische Raum abgedeckt wurde, hat sich das nun gewandelt. Nicht nur der amerikanische Raum, sondern auch der japanische Markt hat sich uns erschlossen. Sehr viele Händler bieten Figuren, Plüschsachen, Kleider, Süßigkeiten aus Japan an und so ist es möglich, ein wenig von dieser Kultur mitzunehmen, mit nach Hause zu nehmen. Da sind natürlich, oder da sind eben halt auch viele Figuren von den Mangas und Animes darunter, die man kaufen kann. Es ist eben halt ja eine große Ansammlung von Händlern, wie ich sagte, wo man vieles erwerben kann, was man nicht im normalen Bereich mehr finden kann. Also nicht im normalen Spielzeughandel, wenn man jetzt bei Karstadt, Kaufhof oder sonst wohin geht. Klar,
Es gibt immer wieder einige Orte und auch das Internet bietet uns natürlich jetzt weltweite Bestellmöglichkeiten, aber dort ist es sehr praktisch. Man kann diese live vor Ort sehen. Man kann sehen, wie sie wirklich aussehen und nicht nur von einem Foto. Neben den ganzen Händlern sind dort auch Künstler anwesend. Künstler, die zeichnen, basteln, besonders eben halt auch in der Fantasy-Kultur, besondere Artworks. Es ist schwer zu beschreiben und ich habe deswegen auch mir gedacht, ich blende ein paar von den Fotos ein, die ich auf der CMC gemacht habe. Nicht nur von dieser CMC, da ich selbst verkauft habe und kaum von meinem Stand weggekommen bin. Und es waren so viele Leute, es war wirklich sehr, sehr voll und das hat sehr viel Spaß gemacht, auch so viele Gespräche zu führen und so viele Leute kennenzulernen. So viele Cosplayer, das ist auch ein großes Thema, es sind sehr viele Cosplayer dort und laufen in den verrücktesten Kostümen rum. Besonders beliebt sind da natürlich diese ganzen Anime-Figuren, aber auch Spielhelden. Also ich habe dort eine Claire Redfield getroffen, ein Albert Wesker, wir haben Shield-Soldaten, wir haben ein Naruto, ja, da bin ich wieder beim Manga, und wir haben die dollsten Kostüme dort. Das ist Wahnsinn, was ihr da bietet. Also toll, alle Achtung. Und manche sind auch sehr gewagt mit ihren freizügigen Figurenauswahlen. Also es ist sehr, sehr toll und es ist auch eine sehr schöne Atmosphäre, weil es immer sehr positiv ist. Man hat immer wieder schöne Gespräche und viele Menschen erkennen, man merkt dieses Kind in sich, das erkennen die wieder. Und wenn sie ältere Sachen sehen, werden sie nostalgisch und man kann sich sehr schön darüber unterhalten. Und viele Erwachsene, die dort auch sind, sind mit ihren Kindern dort und so wird das weitergegeben. Und das ist auch etwas Schönes, das mitzuerleben. Es ist ein bisschen schwer, jetzt das euch zu beschreiben, wenn man nicht so viel Bildmaterial hat. Aber es ist eine schöne Atmosphäre und ich kann euch alle nur einladen, eben halt zu dieser CMC nach Hamburg zu kommen. Nochmal kurz zusammengefasst, sie ist am 11.01.2020 oder ist die nächste. Der Eintritt ist so um die 6 Euro, also es ist ein sehr fairer Preis. Sie findet, ich glaube es war von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Es ist immer ein Samstag. Und es lohnt sich. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die CMC ist übrigens auch schon in Bremen gewesen. Das war im Sommer diesen Jahres. Ich weiß nicht, wie es im nächsten Jahr aussieht. Dort ist wieder eine CMC in Bremen geplant. Auch das war sehr spaßig und es hat sehr viele nette Gespräche dort gegeben. Und dort konnte man auch so viel erwerben. Und wie ich sagte, mir fällt jetzt gerade nochmal ein, es sind nicht nur Künstler dort, die eben halt ihre eigene Kreation, Zeichnungen, Schmuck, Figuren, Artworks und so weiter feilbieten, sondern es sind auch Autoren da. Also welche, die in eigener Regie ihre Fantasy-Bücher publiziert haben, bieten sie dort an und sind dort für Gespräche und für Autogramme sogar. Gleiches gilt für einige Zeichner. Einige kleinere Zeichner, die ihre Comics an den Mann bringen wollen, sind sogar vor Ort und das ist auch sehr interessant und es ist eine schöne Gemeinschaft dabei. Wie erwähnt, habe ich meinen eigenen Stand auf der CMC gehabt. Ich habe dort zusammen mit meinem Bruder Teile unserer Sammlung verkauft, um Platz zu schaffen, damit die Sammlung mit anderen Dingen gefüllt werden kann. Nun lange genug auf die Folter gespannt, was habe ich mir zugelegt? Da sind einige Mangas darunter gewesen, so der neueste Detektiv Conan aus dem Egmont Verlag Nummer 96. Aus dem Carlsen Verlag habe ich mir die letzten beiden Seven Deadly Sins Bücher zugelegt, Nummer 26 und 27, sowie bei Crosskult der erschienene Gans Nummer 2. Ich weiß, es gibt dort schon 3 und 4, ich habe mir erstmal nur den Band 2 gekauft, Band 1 habe ich auch. Ich bin großer Gans-Fan und man muss dazu sagen, mit diesem Band ist jetzt mehr erschienen als in der ersten Auflage, beziehungsweise im ersten Versuch, diese Serie an den Mann zu bringen. Dort gab es nur 5 Bücher und diese 9 Gans-Bücher fassen diese alten Bücher zusammen. Das heißt, ich denke, es waren 5 Bände im ersten Band, im zweiten sind es 4, somit sind es schon 9 erschienen. Es können auch 8 jetzt insgesamt sein, das weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich nachgucken. Aber es lohnt sich wirklich, diese Comics in die Hand zu nehmen. 2 Mangas hat sich mein Bruder gekauft. Final Fantasy, Lost Stranger, auch aus dem Carlsen Verlag. Eine interessante Geschichte, und zwar geht es dort um einen Spieleentwickler, der bei Square Enix, der Firma, die das Spiel Final Fantasy erstellt, angestellt wird und dort am Final Fantasy Spiel arbeiten soll. Also mal ein sehr kurioses Comic. Dazu hat er sich Manga Love Story Nummer 71 gekauft. All diese Mangas werde ich übrigens auf
www.shortview.de besprechen. Also schaut auch auf die Website. Dort werdet ihr dann später, nicht sofort, ich muss ja erst diese Bücher lesen, werdet ihr Reviews finden. Deutsche Comics waren diesmal, oder was heißt deutsche Comics, belgische Comics, wo ich großer Fan bin, wie Spirou und Fantasio, wo mir auch noch einige fehlen, sind diesmal nicht da unter den Käufen gewesen. Aber dafür zahlreiche Figuren haben den Weg in unsere Sammlung gefunden. Mein Bruder hat sich einige Overwatch-Figuren gekauft, die wirklich sehr, sehr cool aussehen. Also ich blende euch dazu auch ein paar Fotos ein. Und die waren wirklich sehr günstig. Und macht es auch Spaß. Man findet so ein paar Schnapper oder einige Händler bieten sie halt etwas billiger an. Und das macht einfach Spaß, weil man auch diese Figuren eben halt sehen kann. Wie erwähnt, einige Overwatch-Figuren hat mein Bruder sich zugelegt. Die sehen wirklich cool aus. Dann noch einige Manga-Figuren, von denen ich nicht gerade eben sagen kann, wie die Figur heißt, aber er war sehr angetan davon. Dann eine Figur von Dragon Quest. Zwei Tim und Struppi-Figuren, oder beziehungsweise ein Struppi und ein Tim hat es auch ja, in unsere Taschen verschlagen. Ich muss zugeben, ich habe bei den One Piece-Figuren zugeschlagen. Ich habe mir drei Figuren zugelegt von Banpresto. Einmal eine Raiju im Musketier-Outfit, eine klassische Khalifa und eine Nami im Bikini. Also ihr seht, ich mag die Mädels von One Piece und ja, einige haben es in meine Sammlung geschafft. Das war unsere kleine Ausbeute. Aber dies soll es nun gewesen sein mit dem kleinen Podcast über die CMC Hamburg, die am 14.09. stattgefunden hat. Am 11. Januar 2020 ist die nächste CMC in Hamburg in der Unimensa wieder. Ab 10 Uhr geht's los. Schaut doch gerne vorbei. Ich bin vor Ort und es macht wirklich viel, viel Spaß. Und ich hoffe und ich möchte euch, ich verspreche mal so leicht, ein bisschen mehr Bildmaterial und ich werde im Januar dann auch einen kleinen Podcast über CMC erneut machen. Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht noch jemand anderen neben mir sitzen habe, dass wir noch ein bisschen länger drüber reden können. Ansonsten schaut auf die Short-Review-Seite auf www.shortreview einfach mal vorbei. Dort finden sich zahlreiche Reviews zu Mangas, Animes, Filmen und viel mehr. Und natürlich, oder wieder mal, wie ich sagte, natürlich sind dort auch die Reviews dieser Mangas, die ich mir gekauft habe, darunter. Kommentiert gerne hier und hinterlasst ein Like. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel, viel Spaß heute. Das war's, euer Sascha.